hier die Rina von Mami Sue und heute zeige ich euch, wie ich meinen Chaos Mom und Mom Squad Autoaufkleber gemacht habe. Hier seht ihr schon mal zwei Designs, die ich vorbereitet habe. Ich werde euch dann unten in die Infobox reinschreiben, welche Schriftarten ich verwendet habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Hier starten wir mit einem neuen Blatt. Und hier in den Seiteneinstellungen können wir einfügen, mit welcher Art wir arbeiten möchten, mit welcher Größe wir arbeiten möchten. Normalerweise ist die Kamera automatisiert eingestellt und heute gehe ich hier aber auf die A4 Größeneinstellung, damit wir einen Vergleich haben, wie groß das circa ist. Hier kann man noch die Orientierung eingeben oder die Breite und Höhe und jetzt passt sich das auch noch auf meiner Silhouette-Mappe an. Ich hätte es aber lieber quer. Einen Moment. Mein Laptop ist auch nicht mehr der schnellste, muss man dazu sagen. Gut. Hier unten haben wir noch den Druckrand. Den verwende ich normalerweise nicht. Ich habe nur den Schneiderrand angegeben, weil der Druckrand für mich nicht relevant ist. Ich habe kein Print-Then-Cut-File offen und das brauche ich momentan nicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in den Kommentaren reinschreiben, dann können wir gerne mal ein Video drüber machen. Ich lasse einfach den Schneiderrand drinnen und zeige euch dann nachher, was das für Auswirkungen hat. Oder auch eben keine Auswirkungen. Gut. Auf der linken Seite haben wir hier eine Menübar mit dem Zeiger, also mit dem normalen Mauszeiger, Schriftarten etc. Und wir benutzen heute hier den Schriftbutton. Ich gebe jetzt hier einfach mal was ein, was ich mir überlegt habe. Das wäre das dritte Design in dieser Autoaufkleber-Serie. Aktuell sind alle Einstellungen noch ganz normal. Ich gebe einfach mal nur den Text ein. Ein bisschen ranzoomen, damit es ein bisschen größer wird. Wenn ich jetzt rausklicke, kann man das Teil verschieben. Ein bisschen vergrößern, verkleinern, positionieren. Ihr könnt auch dann das Blatt hinten anpassen auf die Größe, die ihr vorbereitet habt oder die ihr auf eure Matte gespannt habt. Wenn ich jetzt doppelklicke, dann komme ich hinein und kann zum Beispiel die Schriftart ändern. Das Coole dabei ist, wir können hier auch nur einen Teil von dem Text ändern. Nicht so wie in PowerPoint zum Beispiel, wo das nicht geht. Ja, da habe ich mal eine ganz schlechte Schriftart ausgewählt. Die hier ist ganz gut, aber das Problem für Anfänger, ehrlich gesagt, nicht so gut geeignet, weil die Schriftart sehr, sehr dünn ist. Man könnte ein Offset machen, das würde ich jetzt aber auch noch als beim ersten Mal vielleicht noch nicht probieren. Das ist einfach so dünn, dieses C zum Beispiel, dass es sein kann, dass es sich mit ablöst, wenn ihr das Trägerpapier runternehmt hinten. Deswegen entscheide ich mich jetzt für eine andere Schriftart. Ich möchte hier dieses Mom in einer sehr kräftigen, dicken Schriftart haben. Da nehme ich jetzt mal Impact. Das ist eine sehr gut zu schneidende Schriftart. Und danach markiere ich einmal alles gemeinsam. Normalerweise reicht es, wenn ich STRG A anklicke. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Und möchte jetzt mal die Größe ein bisschen anpassen. Es ist mir einfach zu klein für das, dass ich euch das zeigen möchte. Immer, das ist als Referenzblatt ist A4 eingegeben, nur dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Wenn ich doppelt hineinklicke, kann ich wie gesagt wieder einen kleinen Teil davon ändern. Ich suche mir jetzt mal eine coole Schriftart raus. Die Mermaid Heart ist extrem cool, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die einfachste Art für den Anfang. Wenn ihr euch dafür interessiert, wo ich meine Schriftarten kostenlos oder auch kostenpflichtig herunterlade, dann schreibt mir einfach. Dann kann ich auch in Zukunft ein Video drüber machen. Diese Schriftart gefällt mir ganz gut. Das ist eine ganz normale, die habe ich nicht extra runtergeladen. Das ist eine ganz normale integrierte Schriftart. Ich werde aber das Chaos kleiner schreiben. Und ein bisschen kleiner machen, damit das wieder in die richtige Richtung rutscht. Das Design an sich gefällt mir ganz gut. Aber irgendwas passt noch nicht. Hier haben wir mal diese Cutlines. Das ist am Anfang sind die Buchstaben noch aus dem Original
unverbunden sozusagen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das verbindet. Ich markiere das einmal außer Ganzer und rechte Maustaste und Gruppierung aufheben. Dann trennen sich alle Buchstaben und ich kann jeden einzelnen Bereich einzeln verschieben. Ich muss dann wieder rausklicken und dann kann ich zum Beispiel nur das Chaos markieren und auf Verschweißen gehen. Und dann seht ihr, dass diese Übergänge sehr, sehr schön geworden sind und auch ja, gut dazu passen und nicht durchgeschnitten werden. Jetzt möchte ich noch das Ganze markieren, also jetzt mal das Mom, das auch nochmal kopieren und dann kann ich zum Beispiel das Mom separat verschieben, entweder drehen oder drüberlegen. Jetzt habe ich mir kurz überlegt, wie ich das Design jetzt weitermachen möchte. Nee. Blöd. Nein. Das ist halt einfach so Trial and Error. Ich werde das jetzt einfach ein bisschen größer machen. Ich mache das jetzt ein bisschen mit dem Auge oder nach dem Auge, aber man kann das natürlich rechts in dem mit dem Tool Alignment kann man das ganz toll machen. Und jetzt nochmal rechte Maustaste und gruppieren, dann wird aus dem Ganzen ein einzelnes Bild. Ich kann auch hier dann wieder die Größe formatieren und so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich glaube, damit werde ich das probieren. Das Mom ist relativ groß und es ist eine ziemlich dicke Schrift. Na gut, jetzt markiere ich es rechts und bringe es in mein zweites Sheet rein, das ich schon vorbereitet habe und positioniere das. Ich mache immer gern mehrere Designs zusammen, damit ich erstens ein bisschen Folie sparen kann und zweitens, weil ich meistens dieselbe Farbe für dasselbe Thema benutze. Es ist natürlich anders, wenn man mehr färbige Designs macht, aber diese dunkelrote Folie habe ich mir für den Autoaufkleber überlegt. Hier ist nochmal was Besonderes und zwar möchte ich euch einen Trick zeigen, der mir gerade am Anfang viel geholfen hat. Ich mache jetzt mal nur die ersten zwei und bespreche mal weiter. Ich mache hier zusätzliche Schnittlinien und zwar einfach mit auf der linken Seite mit dem Formen-Tool, damit der Cameo mir zusätzliche Linien einzeichnet, um mir später das Entgittern zu vereinfachen. Und hier sieht man jetzt, dass ich zwischen Mom und Squad noch eine zusätzliche Schnittlinie eingefügt habe. Die ist aber viel zu nah an dem schmalen S dran. Es könnte sein, dass das Messer dann zweimal durch denselben Schnitt fährt oder ein bisschen was rausreißt. Deswegen gehe ich nochmal ins Design Panel, drücke mit den Pfeiltasten ein bisschen nach links. Man könnte auch das Moment Squad wieder ein bisschen auseinanderziehen, also wieder rechte Maustaste, Gruppierung aufheben, bisschen auseinanderziehen, Schnitt wieder einfügen, dann geht das auch. Links unten war ich jetzt ein bisschen faul. Ich habe das dann nachträglich ein bisschen nach links verschoben, diese Linie, damit mir mehr von meiner Folie überbleibt und nicht so viel unbenutzt bleibt. Gut, und das war es eigentlich schon soweit. Auf der rechten Seite habe ich jetzt aktuell noch den Vinyl Metallic eingegeben. Ich habe aber tatsächlich mattes Vinyl für den Outdoor-Bereich. An der Aktion ändere ich nichts, ich habe nur die Möglichkeit zu schneiden. Hier gebe ich jetzt nochmal matt ein. Dann macht er einen Prozess draus, gibt nochmal Matte ein. Hier ist alles schon voreingestellt und er sagt mir, dass ich das Messer auf Stufe 1 drehen soll. Und ich lasse zu 90% die Voreinstellungen, weil bei mir funktioniert das so gut. Jetzt muss ich noch mein Cameo verbinden und wenn ich jetzt auf Test drücke, würde er auf der linken oberen Seite ein Viereck und ein Dreieck in das Viereck hineinbauen. Deswegen mache ich die ersten Designs oben nie linksbündig, weil hier ungefähr wird es dann getestet. Und wenn ich komplett fertig bin, dann
kontrolliere ich nochmal, ob alles passt. Beim ersten Mal würde ich vielleicht nicht gleich Vinyl nehmen, sondern mal eine Papiereinstellung nehmen, damit man das Gefühl kriegt, wie groß oder klein die Designs sind, ob da die Abmaße passen und einfach mal den Plotter vielleicht mit Papier probieren. Bei mir ist ja Schneiden das Einzige, was ich aktuell verwende. Ich habe nur den Cameo 2. Und ja, that's it. Jetzt zeige ich euch, wie es in der Realität aussieht. Bis gleich. Ich weiß, der Winkel ist jetzt ein bisschen blöd. Da oben sieht man es ein bisschen. Aber ich werde euch jetzt noch zeigen, wie ich das mache. Und zwar drehe ich die Matte um. Immer die Matte biegen, nicht das Material. Und ziehe mir hier mein Design ab. Meine Matte ist ziemlich neu und deswegen auch ziemlich klebrig. Dass es manchmal ein bisschen zu klebrig ist. Und auch mal entweder das ein bisschen verdreht oder schlimmstenfalls ein bisschen abreißt von dem Papier hinten. Sollte normalerweise kein Problem sein. So, und jetzt drehe ich es wieder um. Und werde hier unten mal anfangen. Ich benutze keinen Gitterhaken. Den einfach lieber. Zum Beispiel auch unabsichtlich schon entgittert wird oder gar kaputt wird, sondern ich habe die Möglichkeit, ganz in Ruhe mich mit dem einen Teil zu beschäftigen. Wenn ich fertig bin, gehe ich zum nächsten. So. Und das schmeiße ich weg. Beziehungsweise ich klebe es meistens da mal hin. Dann nehme ich hier. Dann schiebe ich hier die anderen Teile noch raus. Das Entgittern ist wie Yoga. Ich finde das voll entspannend. So. Und das war schon das erste Teil. Ist das nicht cool? Ich werde alles auslösen, dann werde ich möglichst knapp hier rundherum schneiden, damit ich das noch für später nutzen kann. Und dann ist das auch schon fertig, um später auf Transferpapier und dann aufs Auto zu gehen. Genau, und hier war das mit der Hälfte. Da habe ich in der Mitte noch einen Schnitt gemacht, damit ich mal nur eine Seite öffnen kann, weil sonst würde ich Probleme bekommen auf der anderen Seite. Und deswegen... Wir wollen sie uns ja einfach machen. Fertig. Ich werde das versuchen, den Kamerawinkel ein bisschen zu verändern. So, und das brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr. Das gebe ich wieder zu meinen Resten dazu. Und ich nehme jetzt mein Transferpapier. Ich kann euch unten in der Description reinschreiben, wo ich das her habe. Ich habe ein relativ günstiges, das auch gut funktioniert. Und dann messe ich mal so Pi mal Daumen, wie viel ich brauche.
Sorry für das Licht. Ich habe hier eine alte Plastikkarte, in diesem Fall von einer Apotheke, falls ihr das sehen könnt. Und das ist wunderbar als Last-Minute-Lösung, um das aufs Trägermaterial zu übertragen. Und ich zeige euch jetzt auch gleich wie. Wichtig ist, dass es vielleicht nicht die härteste ist, sondern relativ flexibel. Und ja, ich verwende das schon seit einer Zeit und es funktioniert wirklich sehr gut. Und das kann man auch, wenn man vorsichtig ist und nicht unbedingt mit der Kante drüber schert, kann man das auch zum Aufbringen auf zum Beispiel dem Auto verwenden. Ich würde das nur auf Glas machen, nicht dem Lack, aber auf Glas funktioniert das wunderbar. Ich habe einen kleinen Trick und zwar mache ich in das Trägerpapier einen kleinen Riss an der Ecke und kann hier ein Stück abziehen und dann ist es super easy, das Trägerpapier abzuziehen, weil ich hasse es, 10 Minuten daran rumzufummeln. So, jetzt habe ich das so und werde daneben das aufbringen. Einmal leicht, möglichst gerade. Und dann fange ich auch schon an mit meiner super coolen Karte ein bisschen festzuziehen. Jetzt lege ich das auf die andere Seite und ziehe hier das Trägerpapier einfach weiter. Währenddessen schiebe ich mit meiner Karte das Trägerpapier immer weiter über mein Design. Seht ihr das? Hier habe ich es. Halte ich es fest und dann ziehen wir das fest, drücken wir das fest. Ich drücke nicht mit der Kante, sondern ich drücke es schräg auf, dann biegt sich die ziemlich stark so, ja, und dann kann ich hier gut drüber ziehen. Je öfter man die verwendet, desto weicher werden sie und dann finde ich sie auch noch angenehmer zu benutzen. Und dann nehmen wir uns hier das Ende und wenn ihr nehmt das jetzt so mit zum Auto zum Beispiel, wenn ihr beim Auto seid, wenn ihr das gut vorher gut auf das Trägerpapier übertragen habt, was bei dieser Folie, die ich jetzt habe, ziemlich leicht ist, weil es ist eine Autovinylfolie und das hintere Trägerpapier ist sehr einfach abzulösen, aber das kommt tatsächlich auf die Folie an, das muss man einfach mal probieren, das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Dann geht ihr zum Auto hin oder wo ihr es auch immer drauf machen möchtet, zieht hinten die weiße Folie vorsichtig ab und platziert es auf eurem Auto und streicht es nochmal mit so einer Karte fest. Ich mache es meistens auch so, dass ich die Rückseite auch nochmal feststreiche, einfach nur um sicher zu gehen, weil ich möchte nicht beim Auto dann herumfummeln beginnen, ob das auch wirklich funktioniert. Und so sieht's aus. Ich weiß noch nicht, welches von diesen dreien ich heute auf mein Auto mache, aber tatsächlich finde ich das eigentlich am coolsten. Wo ich das mit dem Herzchen auch süß finde. Aber ich werde mich für eins entscheiden und werde euch dann mitnehmen. Bis dann!